ich bin Jessica, ich bin 22 Jahre alt und ich habe schon mal Bachelor in Bioinformatik hier gemacht und schreibe gerade meine Masterarbeit in Informatik. Ich wollte Bioinformatik studieren, weil ich mich einfach in der Schule für Biologie interessiert habe, wusste aber, reine Biologie ist nichts für mich. Und dann habe ich hier die Bioinformatik gesehen, habe mir die Uni angeschaut, habe gesehen, wie wenige Leute eigentlich Bioinformatik studieren und wie gut dadurch auch das Vertrauens- und Betreuungsverhältnis hier ist. Und auch durch die Forschungsinstitute, die hier ansässig sind, ist es einfach ein super Standort. Ich habe das einfach während meinem Bachelor-Informatikstudium schon gemerkt, dass ich mich immer mehr für Informatik interessiere. Also in den Grundvorlesungen müssen auch viele Informatikvorlesungen einfach gemacht werden. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Dadurch habe ich mein Bioinformatikstudium schon sehr informatiklastig aufgebaut. Und dann wusste ich, es ist der richtige Schritt für mich, jetzt in den Master Informatik zu gehen. Ich hatte in meinen ersten Semestern super viele Tutoren, die mich sehr beeindruckt haben, die einfach mit super viel Engagement mir geholfen haben, Sachen zu verstehen. Und ich wollte einfach genauso sein. Ich wollte auch mein Wissen quasi der jüngeren Generation an der Uni weitergeben. Und was die meisten vergessen, man erklärt sein ganzes Leben. Man erklärt auch vielen Leuten, die eventuell gar keine Ahnung haben von dem, was man macht, was man denn eigentlich gerade versucht zu tun. Und dann hat man einfach während dem Tutorendasein super viele Tricks gelernt. Ich schreibe meine Masterarbeit bei der Audi AG in Ingolstadt. Das heißt, ich schreibe eine industrielle Masterarbeit und die schreibe ich im Bereich Verifiable AI. Und da geht es viel um zum Beispiel Sicherheit von autonomem Fahren. Ich bin seit letztem Jahr Mitglied der Graduate School hier. Das heißt, ich bereite mich schon auf meine Promotion vor in dem Sinn, dass ich zum Beispiel enger mit hier ansässigen Lehrstühlen zusammenarbeite, heißt, ich mache sowas Ähnliches wie ein Praktikum dort, wo ich einfach schon an Forschungsthemen arbeite und das einfach ausführlicher als ein Hiwi das zum Beispiel machen würde. Also eigentlich ist das ganz einfach. Wenn ihr euch für Bio oder für Informatik interessiert, probiert es einfach aus. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Bioinformatik interessiert, wie gesagt, ihr habt super viele Möglichkeiten, hier auch schon Informatikvorlesungen zu machen. Auch ich habe zum Beispiel schon Vorlesungen in Cybersicherheit gemacht. Also ihr habt quasi alle Türen offen, was das angeht. Und dadurch könnt ihr euch auch genau anschauen, was ihr wollt und was euer Weg ist.